Junge, das sind Statements. Als erstes, das hätte ich auch gerne aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich mein letztes Video gesehen habe, aber ich habe ihren Namen, ich glaube, konsequent falsch gesagt. Ich habe immer Herr Petersen gesagt. Mir ist leider erst danach aufgefallen, dass das nicht ihr Nachname ist an dieser Stelle. Es tut mir leid. Alles okay. Ja, wir sind ja hier, um heute kurz, wir hatten ja vor 2 Wochen, glaube ich, das Gespräch schon, und wollten das jetzt einfach nochmal öffentlich kommunizieren, was ich sehr, sehr cool finde. Die erste Frage, wer sind Sie überhaupt? Ja, mein Name ist Henrik Peters, ich bin hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf der Caritas-Direktor und gleichzeitig der Vorstandsvorsitzende des Caritas-Verbandes Düsseldorf e.V. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt. Was sind denn so Ihre Aufgaben als Vorstandsvorsitzender? Um was kümmern Sie sich? Also der Caritasverband Düsseldorf e.V. ist ein eingetragener Verein. Die Mitglieder sind die katholischen Kirchengemeinden in Düsseldorf und darüber hinaus andere katholische Sozialverbände und Vereine in Düsseldorf. Und wie in jedem ordentlichen Verein gibt es einen Vorstand. Und ich bin der Vorstandsvorsitzende. Ich habe noch einen Stellvertreter. Wir beide bilden den Vereinsvorstand. Und sind damit zuständig für alles das, was die Caritas in Düsseldorf tut. Denn die Caritas ist kein Konzern, wie man vielleicht meinen könnte, sondern ist sehr regional aufgebaut. Das heißt, jede einzelne Stadt, jeder einzelne Landkreis hat einen eigenen, für sich eigenverantwortlichen Caritasverband, der in der Regel als eingetragener Verein agiert und damit auch alles das kann, was eine juristische Person als e.V. tun kann. Und in Düsseldorf tun wir das mit 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sind Sie damit einer der größten Verbände? Wir sind mit einer der größten Verbände, ja. Also die Verbände der freien Wohlfahrtspflege gliedern sich ja in 6 Verbände. Neben der Caritas die Diakonie, die AWO, das DRK, die jüdische Gemeinde und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Und die anderen Verbände sind ähnlich groß. Sie sind BWLer von Hause aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sind Sie dann Vorstandsvorsitzender von einem sozialen Träger geworden? Oh, ganz einfach. Ich arbeite seit über 30 Jahren bei der Caritas in unterschiedlichen Funktionen, jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren hier in Düsseldorf. Habe aber immer schon bei Caritasverbänden gearbeitet, habe den Zugang zur Caritas als Zivildienstleistender gefunden und mich danach orientiert, was kannst du studieren, um möglichst sozial aktiv zu werden. Und da gibt es eigentlich nur die beiden Komponenten, entweder Sozialarbeit zu studieren oder BWL. Und ich habe mich dann auf BWL mit dem Schwerpunkt Personal konzentriert. Und dann sind Sie einfach klassisch gefördert worden hier und dann später auch gewählt worden als Vorsitzender? Ja, man muss sich dann bewerben quasi auf Stellen. Ich habe in Krefeld meine Tätigkeit beim Caritasverband begonnen, bin dann Geschäftsführer des Sozialdienst katholischer Männer in Moers geworden, am Niederrhein. Der Sozialdienst katholischer Männer, das ist ein Fachverband des Caritasverbandes, der sich um spezielle Aufgabenbereiche kümmert. Bin dann Geschäftsführer des Caritasverbandes Moers-Xanten geworden und bin dann jetzt hier nach Düsseldorf in diese Funktion gewechselt. Diese Stellen waren jeweils ausgeschrieben. Man kann sich da bewerben, findet Auswahlgespräche statt, Vorstellungsgespräche und letztendlich wird man da gewählt, ja. Also ganz, ganz klassisch. Ja, genau. Sie hatten ja in dem letzten Gespräch mir und meinem Kollegen sehr schön erklärt, wie so der Verband, also auf Bundesebene, dann auf Länderebene und dann später auf Ortsverbandsebene aufgebaut ist. Können Sie das noch mal für meine Zuschauer kurz so erklären? Weil ich glaube, das ist vielen da draußen gar nicht so klar. Genau, das unterscheidet die Caritas nämlich zum Beispiel von Wirtschaftsunternehmen. Wir sind eben kein Konzern, auch wenn die Caritas in Deutschland, in Europa und weltweit unter einer Marke, nämlich der Marke Caritas, auftritt. In Deutschland ist das so, wie ich ja eingangs schon sagte, dass die jeweiligen Orts-Caritas-Verbände für ihren Ort zuständig sind, also entweder für eine Stadt, eine kreisfreie Stadt oder einen Kreis, einen Landkreis, dort zuständig sind. Und dann gliedert sich das zunächst in den katholisch-kirchlichen Strukturen, denn die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Das heißt, das jeweilige Bistum ist dann wieder die nächstgrößere Zusammenschluss, wobei sie nicht dann quasi einen Konzern bilden, sondern die sich zusammenschließen und den nächsthöhere Gremien wählen, die dann auf Bistumsebene agieren und alle Bistümer in Deutschland zusammen, dann den deutschen Caritasverband mit Sitz in Freiburg
und darüber hinaus auch den tatsächlich auf Europaebene in Brüssel und den dann sogar auf Weltebene in Rom. Also von unten nach oben ein Mitgliederverband, ein Mitgliederverein, der sich von unten nach oben hin fortsetzt. Aber es ist nicht so, als könnte der Deutsche Karitzverband uns hier vor Ort sagen, was wir tun oder nicht tun. Es gibt ein paar Dinge, an denen müssen sich alle halten, alle Ortskaritzverbände. Zum Beispiel, dass sie alle gemeinsam die sogenannten Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Karitzverbandes anwenden. Das ist ähnlich wie ein Tarifwerk wie im öffentlichen Dienst. Der orientiert sich auch an dem Tarifwerk. Der orientiert sich im Großen und Ganzen auch daran. Es gibt kleine Nuancen, Abweichungen in dem Zusammenhang. Auch in der Vergütung gibt es kleine Abweichungen. Früher war der mal identisch mit dem sogenannten Bundesangestellten-Tarif, den es ja nicht mehr gibt, der ja in die Tarifwerke der Länder übergegangen ist. Dann hat es einige Verwerfungen gegeben, aber im Großen und Ganzen und in der Regel auch in der Tarifsteigerung sind die ziemlich gleich. Das heißt, einfach nochmal so, um es festzuhalten, wenn ich Kritik an einen der ganzen Verbände ausübe, so wie ich das jetzt getan habe, dann bringt es nicht, den Bundesvorstand zu kritisieren, sondern meinen Ortsverband in diesem Falle. Man muss da vielleicht kommt drauf an, was für eine Kritik, genau. Aber wenn das jetzt die, ich sag mal, die Kritik an der Basisarbeit ist, dann kann der Bundesverband wenig machen, dann sollte ich mich an den Ortsverband. Also wenn es sich um ganz konkrete Fachfragen geht, zu bestimmten Beratungsleistungen oder eben Nichtleistungen oder Problemen oder Fehlen, ist der Ansprechpartner immer der Karitzverband vor Ort. Weil wenn Sie in die höheren Strukturen gehen, werden die immer nur die Achseln zucken und sagen, A, wissen wir das vielleicht gar nicht und B, können wir denen vor Ort nicht sagen, wie die agieren. Wenn es tatsächlich aber um Bezahlung geht, auch um das Thema Praktikanten in dem Zusammenhang, da gibt es natürlich ein Tarifwerk, da kann das drin vorgesehen sein, muss es nicht, aber ob das umgesetzt wird, das entscheidet dann theoretisch der Ortskarrenzverband auch vor Ort. Gut zu wissen. Jetzt haben Sie es kurz schon angesprochen. Mhm. Wie sehen denn jetzt, Sie haben gerade kurz die Organisationsstrukturen skizziert, aber wie sehen jetzt die Finanzstrukturen dahinter aus? Mhm. Also das heißt ja auch, wenn ich an die Caritas spende, geht das zum Teil Bundesebene? Ich schätze mal, da werden dann internationale Gelder verwaltet. Nein, also wenn Sie einem Ortskarrenzverband Geld spenden, dann bleibt das Geld auch vor Ort. Nee, das dachte ich mir, genau. Also für die Aufgaben, in der Regel sehr speziell, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne Kinder unterstützen oder alte Menschen oder Flüchtlinge, dann geht das Geld tatsächlich ganz konkret dahin. Die übergeordneten Strukturen sind dafür da, zum Beispiel auf Bistumsebene auf Landespolitik einzuwirken, also auf Landesgesetzgebungen und auf Bundesebene dann genauso. Also der Deutsche Karitzverband ist sehr gut unterwegs in Änderungen der Sozialgesetzbücher etc. Und die Diözesanverbände sind sehr intensiv mit der Landespolitik im Austausch, wenn es da um konkrete Umsetzungen gibt. Genau wie wir vor Ort natürlich sehr intensiv mit den Kommunen und den Kreisangehörigen, Städten und Gemeinden im Austausch sind, was sich da tut etc. Die Finanzstrukturen sind nochmal wieder etwas anders. Es ist so, dass natürlich der überwiegende Teil der Tätigkeiten nach dem Subsidiaritätsprinzip die Kommunen auf die örtlichen Caritasverbände übertragen, was da heißt, wir hätten gerne, dass er eine Erziehungsberatungsstelle macht, eine Wohnungslosenhilfe, eine Suchtberatung und viele, viele andere Aufgaben. Und wir erfüllen das dann im Auftrag der Gebietskörperschaft und bekommen dafür Zuschüsse für unser Tun. Je nach Dienst vielleicht voll auskömmlich, bei anderen vielleicht nicht voll auskömmlich. Manchmal bringen wir noch eigenes Geld mit, was wir überwiegend durch Kirchensteuermittel bekommen. Ein Teil unserer Arbeit wird tatsächlich über Kirchensteuermittel finanziert, die wir vom Bistum bekommen zur Erfüllung unserer Aufgaben. Und aber der ganz, ganz überwiegende Teil wird quasi im Auftrag der öffentlichen Hand gemacht, für die wir dann die Leistungen erbringen und auch mit denen abrechnen müssen. Das heißt, wenn es um Gesetzgebungen geht, lobbyieren die Landes- und Bundesverbände. Genau. Aber wenn es um Gelder geht, müssen Sie als Ortsverband selbst lobbyieren, und zwar auf kommunaler Ebene. Ja, wenn es, also der überwiegende Teil unserer Mittel kommt tatsächlich von der Kommune. Deshalb sind so Kommunalwahlen für uns zum Beispiel eklatant wichtig. Es gibt aber natürlich auch übergeordnete Geldgeber, wenn ich denke an den offenen Ganztag oder Kindertagesstätten, das sind Landesmittel, die über die Kommunen dann an die Träger ausgegeben werden. Da wirken dann unsere Spitzenverbände auch auf Landespolitik ein, um dann entsprechend Gesetze mit beeinflussen zu können, die sich dann letztendlich auch in der Finanzierung widerschlagen. Wie haben Sie jetzt haben Sie es ganz kurz schon angesprochen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wie haben Sie jetzt die Kommunalwahlen verfolgt? Wie haben Sie da versucht, Einfluss zu nehmen? Ja, klar.
aber nicht parteipolitisch, sondern interessenpolitisch. Das Thema der Sozialpolitik ist neben unserer Aufgabe als sozialer Dienstleister, fühlen wir uns schon als Caritasverbände auch als Anwalt für die betroffenen Menschen und haben bestimmte Themen schon platziert. Das geht natürlich immer besser, wenn man das im Kontext der Wohlfahrtsverbände macht. Und ich bin in diesem Jahr Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und wir haben zwei Termine gemacht, in denen wir mit den Oberbürgermeisterkandidaten über soziale Themen gesprochen haben. Wir haben gewisse Themen angesprochen, dann konnte sich positioniert werden. Und auch jetzt vor der Stichwahl werden wir die beiden verbliebenen Kandidaten ganz konkret mit sozialen Dingen konfrontieren und hören wollen, wie die sich dazu positionieren. Für uns ist natürlich als Wohlfahrtsverband die sozialen Themen die entscheidenden Themen und die wollen wir natürlich angebracht wissen, auch um vielleicht Kandidaten für bestimmte soziale Themen zu sensibilisieren, von denen die vielleicht vorher nicht ganz so viel gewusst haben. Mhm. Werden Sie das noch, Sie hatten ja, ich habe das auch gesehen, diesen Livestream der Liga der Wohlfahrt, werden Sie das nochmal so machen, nur dann mit den beiden, also den beiden OB-Kandidaten auch nochmal live, öffentlich zumindest irgendwie? Ja, es wird das gleiche Setting sein. Das Einzige, was jetzt möglich sein wird, es wird auch Fragen von außen möglich sein. Ja. Also die Möglichkeit wollen wir eröffnen. Auch um das Ganze vielleicht etwas lebendiger zu machen. Wir haben ja schon festgestellt, dass die vier Kandidatinnen und die Kandidaten jetzt sich nicht unbedingt, also es war uns ein bisschen zu harmonisch, sagen wir es mal so. Ja. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass in der nächsten Veranstaltung wir das mal etwas präziser machen. Ich glaube, jetzt geht es ja auch um deutlich mehr. Ja. Es geht hopp oder top. Ne? Und ich glaube, da kann man schon als OB-Kandidat deutliche Marken setzen, wo man sich engagieren möchte und wo er nicht und wo man eine Meinung zu hat und wo nicht und welche Meinung man dazu hat. Und aus unserer Sicht, der Sozialhaushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf ist der größte Haushalt, wenn man den Jugendbereich damit einbezieht, in dem wir ja auch tätig sind. Und das ist schon ein Feld und das im Zuge der Corona-Pandemie, wie wirkt sich das auf kommunale Finanzen aus und damit natürlich auch auf die Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Wird es da Kürzungen geben, sogenannte freiwillige Leistungen, werden die zurückgefahren, ja oder nein, werden Schwerpunkte gesetzt auf Personenkreise oder auf bestimmte Problemlagen. Das sind schon interessante Forderungen. Jetzt kann ein Oberbürgermeister da nicht alleine drüber befinden. Es gibt ja den Souverän, also den Stadtrat, der dazu bewogen werden muss, aber nichtsdestotrotz die Grundlinie etc., glaube ich, gibt als Chef der Verwaltung ein Oberbürgermeister schon vor und das ist schon von uns von großer Bedeutung. Nicht nur für Sie, für die gesamte soziale Arbeit, ja, dann genau. Auch für die angehenden Sozialarbeiter. Auch für die. Und da sind wir auch schon beim Thema. Der eigentliche Grund, wie das alles hier zustande gekommen ist, ist ja die faire Bezahlung, angemessene Bezahlung im Praktikum. Und da hat sich ja bei Ihnen jetzt in den letzten Wochen ein wenig was getan. Ja. Also Praktikanten waren bei uns ja schon immer tätig. Wir müssen ja schon unterscheiden, dass es verschiedene Formen von Praktika gibt. Es fängt an bei freiwilligen Praktikas, wenn jemand sagt, ich möchte mal reinschnuppern, was es so gibt bei euch, was für Aufgabenfelder, was für Tätigkeiten. Vielleicht dient das ein bisschen zur Berufswahlfindung. Das geht dann weiter über Schulpraktikanten, die also im Laufe der Schullaufbahn bestimmte Pflichtpraktika erfüllen müssen. Geht dann weiter zu Vorpraktika, also für bestimmte Berufstätigkeiten muss man ja vor Beginn schon Praktika ableisten und es endet letztendlich tatsächlich in Anerkennungspraktika in verschiedenen Berufsfeldern. Es ist ja nicht nur so, dass wir Möglichkeiten für Sozialarbeiter und Sozialarbeiter geben, sondern auch für Erzieherinnen, Erzieher, für Pflegekräfte unterschiedlichster Art, für kaufmännische Berufe. Also wir sind schon sehr breit aufgestellt in dem Bereich. Und für alle diese gab es und gibt es immer Möglichkeiten, Praktikantenstellen zu haben. Das Thema Vergütung war früher tatsächlich mal, jetzt spreche ich mal ganz konkret über die Sozialarbeiter, in den Arbeitsvertragsrichtlinien, also quasi unserem Tarif, festgelegt. Nachdem es aber so war, dass in der Regel kein Anerkennungsjahr mehr abzuleisten war nach Prüfungsordnung, ist das aus dem Tarifwerk rausgefallen und quasi ersatzlos gestrichen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass für Sozialarbeiter je nach Hochschule tatsächlich im Laufe des Studiums Pflichtpraktika zu erbringen sind. Und wir haben uns jetzt tatsächlich geeinigt, für diese Pflichtpraktika als Sozialarbeiter und Sozialarbeiter
500 Euro im Monat zu zahlen, als ja, ein Stück weit auch Anerkennung. Mhm. Es ist vollkommen klar, dass man damit sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann, das ist klar. Aber es soll halt auch dazu dienen, zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu generieren. Denn das ist das Entscheidende. Ja. Wir werden mit mindestens gleichbleibend, wenn nicht noch zunehmenden Aufgaben um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werben müssen. Und wenn wir gute Praktikanten haben, die bei uns schon reingeschnuppert haben, dann ist das nur logisch, dass wir die gerne an uns binden wollen. Und das trägt eben auch dazu bei, dass man zumindest einen gewissen Obolus für die Tätigkeit zahlt. Das Problem bei Praktikanten ist ja immer, dass wir uns schon bemühen, auf einem hohen qualitativen Standard Praktikas zu gewähren. Das heißt, hier geht es sich nicht darum, dass Praktikanten bei uns Regelleistungen ausüben, für die wir vielleicht sogar vergütet werden, also Geld mitverdienen, sondern im Praktikum liegt ganz klar der Schwerpunkt, dass diese Menschen Einblick in die soziale Arbeit und das Tun bekommen können. Und wenn wir für eine Suchtberatungsstelle einen Festbetrag seitens der Stadt finanziert bekommen, dann ist da in der Regel kein Geld zusätzlich dabei, um Praktikanten zu vergüten. Das heißt, die Stadt setzt schon strukturelle Hürden, überhaupt einen Praktikanten da reinschnuppern zu können. Finanzielle Hürden, ne? Weil sie nur die Stammkräfte, also das, was dort vorgesehen ist, finanziert. Ja. Und da nicht drin verankert ist, dass daraus auch Praktikanten finanziert werden. Das heißt, das ist eins und allein eine finanzielle Aufgabe des Trägers, das dann zu tun. Und das kann natürlich je Dienst, der schlecht finanziert ist, vielleicht nicht vollkommen auskömmlich sein, ein K.O.-Kriterium. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass flächendeckend für den Karlsruher bis zu 8 solcher Plätze in den Diensten und Einrichtungen angeboten werden, die wir aus Eigenmitteln finanzieren. So, das kommt dann darauf an, in welchen Bereichen die Praktikanten tätig werden möchten oder wo es auch geht oder wo es gerade aus unterschiedlichen Gründen nicht geht, um eben auch ein qualitativ gutes Praktikum zu gewährleisten. Muss zum Beispiel klar sein, es muss einen Ansprechpartner geben, es muss gesicherte Zeiten geben, wann das Praktikum abgeleistet werden kann. Manchmal geht das nicht durch Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft etc. Dann geht das in dem Augenblick da nicht, aber generell wollen wir das in all unseren Tätigkeitsfeldern so ermöglichen. Das heißt, Sie kriegen jetzt keine Zuschüsse der Stadt für diese 500 Euro. Sie zahlen es, wie Sie gerade gesagt haben, aus eigener Hand. Genau. Wie finanzieren Sie das dann? Das werden wir dann sehen. Mhm. Wir haben ja einige wenige Bereiche, in denen wir tatsächlich geringe Überschüsse erwirtschaften. Mhm. Sie sprachen eben die Spenden an. Mhm. Das ist eher nicht das Mittel. Spenden verwenden wir in aller Regel, um direkt Menschen in Not zu helfen, durch Lebensmittelgutscheine, durch Unterstützung bei Umzugshilfen, also ganz, ganz vielfältig. Das werden wir in der Regel nicht für Personalausgaben, in dem Sinne auch Praktikantenausgaben verwenden. Aber wir werden sehen, dass wir dafür zusätzliche Mittel akquirieren können oder tatsächlich aus den Bereichen nutzen können, die vielleicht einen kleinen Überschuss machen. Das finde ich sehr, sehr stark. Ich finde vor allen Dingen auch die Signalwirkung, die dahinter steht. Also Sie haben es ja gerade eben selber gesagt, 500 Euro ist nicht genug, aber es ist schon mal was. Es ist schon mal deutlich mehr als kein 500 Euro und vor allen Dingen die Signalwirkung, die Sie damit nach außen tragen. Ich will auch gar nicht verleugnen, dass das nicht ein bisschen Selbstzweck ist. Ne? Also wir haben Mitarbeiter in den sozialen Berufen, die, sage ich mal, deutlich in meinem Alter sind. Und ich habe schon meinen Renteneintrittstermin mitgeteilt bekommen. Das geht vielen anderen auch so. Das heißt, wir müssen Vorsorge treiben für die Zukunft, damit wir weiter Menschen helfen können. Und das geht nur durch gute Mitarbeiter, die gut ausgebildet sein müssen. Und wenn ein Praktikum dazu dient, Mitarbeiter an uns zu binden, aber auch uns die Chance gibt zu sagen, Mensch, das ist ein toller Mensch, da steckt noch ganz viel Potenzial drin, den wollen wir gerne weiterhalten, dann ist das auch ein Mittel der Personalentwicklung, gar keine Frage. Invest in die Zukunft. Punkt. Damit können wir es schon belassen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank fürs Erklären und Hammer Statement. Herzlich gerne. Dankeschön.